viel Zeit, ich weiß. Ich verbrachte 17 Jahre damit, es zu planen, auszuarbeiten, Monarch aufzubauen, weil ich wusste, was kommt und dass es nicht aufzuhalten war. Aber meine Schöpfung wurde gegen mich gewendet. Was bringt es, sie zu retten, wenn ich ihnen nicht trauen kann? Ich verliere mich in Schmerz und Wut. Die Krankheit wird schlimmer. Der CFR. Er hat mich so viel gekostet. Ich habe seine Kraft gebändigt. Mit ihm wird mein Plan funktionieren. Mit ihm kann ich das Licht leuchten lassen, wenn die Welt dunkel wird. Mr. Serene? Entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber ich habe den Abschlussbericht von Dr. Kims Labor. Gehen Sie in mein Büro, Soldat. Ich komme, wenn die Kammer versiegelt ist. So, Leute, wir haben ein bisschen was vergessen, den Knotenpunkt 4 kontrollieren und aufgeben. Explosion. Meine Medikamente, alles weg. Das Wichtigste zuerst. Ich muss die Kammer versiegeln. Ja, das hänge ich euch jetzt einfach noch ein bisschen dran. Ich hab's vergessen, dass das noch kommt. Sorry. Mr. Serene, ich bin in Ihrem Büro. Ich bin gleich da. Er läuft aber auch schon ziemlich abgefuckt. Dieser Soldat weiß nicht, wie nah ich dem Ende bin. Ja. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, der Feind zu werden. Was das bedeuten würde. Für mich und für den Plan. Ich kann fühlen, wie es meine Gedanken infiziert. Ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Martin Hatch. Er hat mich benutzt all die Jahre. Wer hat mich noch verraten? Wie viele Verräter gibt es noch? Sie wollten, dass das Rettungsboot scheitert. Warum? Sir? Bin gleich da. Wieder so gehen, als wäre nie was passiert. Machen Sie Meldung. Sir, Sie hatten uns aufgetragen, das zerstörte Labor zu durchsuchen. Ihre Medikamente wurden zerstört, aber eine Dosis ist noch übrig. Das Gehäuse scheint beschädigt zu sein, aber mehr konnten wir nicht finden. Meine Medikamente, aber beschädigt. Ob ich es nehmen kann? Sir? Das verstehe ich nicht. Oder ist das eine Falle? Noch ein Verrat. So langsam wird er ein bisschen paranoid. Das Medikament wird mich schwächen. Ist es das, was Sie wollen? Kann ich Ihnen vertrauen? Wir schauen uns mal die Kontrolle an. Ich bin kein Verräter. Wir sind jetzt gleich. Und ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich auf die Mission konzentrieren. Das Rettungsboot. Ich kann alles zu Ende bringen. Ich habe noch Verbündete, denen ich vertrauen kann. Wirklich? Du musst einsehen, dass du mich nicht vom CFR fernhalten kannst. Letzte Chance zu gehen, Joyce. Liam Burke. Er würde uns verteidigen und Jack aufhalten. Der Plan könnte immer noch funktionieren. Jetzt schauen wir uns die Aufgabeseite an. Ich habe alle hintergangen. Für meinen Niedergang gesorgt. Und nun werde ich für den euren sorgen. Mein
Deine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt gibt es ein Gleichgewicht. Chaos. Es fällt alles in sich zusammen. Sie arbeiten gegen mich. Sie kämpfen gegeneinander. Du musst in Serenes Büro gelangen. Er hat direkten Zugang zum CFR. Okay? Joy schließt den Riss, rettet die Welt und wir gehen alle glücklich nach Hause. Charlie Wincott. Noch so ein Schwächling. Ein Verräter, der sich auf Jacks Seite geschlagen hat. Ich kann sie leiden lassen. Ich kann sie alle leiden lassen. Also entweder hält Serene an seinen Motiven fest und versucht ein letztes Mal seinen Plan in die Tat umzusetzen, oder Serene hört auf, gegen sein Chronosyndrom anzukämpfen. Er verliert den Glauben an seinen Plan und an Monarch. Das ist jetzt wieder eine Entscheidung, die wir fällen müssen. Also entweder... Ah, shit. Also auf der linken Seite werden wir natürlich als... Wenn wir als Dingsbums aufgehalten, auf der anderen Seite können wir das beenden. Wir halten mal an dem Plan fest und versuchen ein letztes Mal den Plan umzusetzen. Deswegen gehen wir auf die linke Seite, um die Kontrolle zu zeigen und geben uns dem Chronosyndrom nicht hin. Danke, ich komme gleich runter. Wegtreten. Ja, Sir. Ich fühle mich klarer im Kopf, ruhiger. Aber das hält nicht an. Ich muss schnell arbeiten, solange ich noch kann. Die Bradbury-Schwimmhalle. Und damit hätten wir das auch gemacht und die Community ist wieder im größten Teil auf unserer Seite. Wir und 62% der Community stimmen, oder 62% der Community stimmen unserer Wahl zu. Und ja, ich würde sagen, das setzen wir jetzt noch an die Folge dran und ich verabschiede mich jetzt wirklich. Wir sehen uns dann in Folge 14. Bis dann und tschüss.